Herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen. Wir werden uns heute hauptsächlich und ausschließlich mit der Proteinsynthese beschäftigen. Das bezeichnet man auch als die Translation. Eine Hauptrolle bei der Translation spielen die Ribosomen. An den Ribosomen erfolgt die Proteinsynthese und wir haben vor einer Woche bereits den ersten Kontakt gehabt bei den tRNAs mit dem genetischen Code in Form der Antikodons und der Codons. Wir steigen heute gleich mit diesem Thema genetischen Code in die Proteinsynthese ein. Wir stehen bei der Umsetzung der genetischen Information schon fast vor der Ziellinie, könnte man sagen, oder unsere Zellen sind schon fast an der Ziellinie angelangt. Wir haben gesehen, genetische Information wird in Form von DNA gespeichert, wird dann umgeschrieben in ein mRNA-Molekül. Und dieses mRNA-Molekül, das wird heute eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, diese genetische Information zu den Ribosomen zu transportieren und dort dann in ein Protein übersetzen zu lassen. Der Begriff Translation oder auf Englisch Translation passt daher sehr gut. Translation im sprachlichen Kontext bedeutet häufig, dass man etwas von einer Sprache in eine andere Sprache übersetzt. Genau das wird die Zelle heute auch tun. Sie wird den genetischen Code, diese vier Basen, A, T, G, C, übersetzen müssen in 20 Aminosäuren. Mit diesem Molekül sind wir bereits vertraut. Das ist die tRNA. Eine Art kleiner Lastwagen oder Pizzakurier, der Aminosäuren zu den Ribosomen transportiert. Wir haben gesehen, die Aminosäuren werden am Dreistrichende angehängt und die zweite wichtige Struktur, welche die tRNAs mitbringen, finden wir da unten. Das ist das Antikodon. Es ist in der Lage, das Codon auf der mRNA abzulesen, indem es da über diese drei Basen hier mit den entsprechenden komplementären Basen auf der mRNA in Wechselwirkung tritt. Das bedeutet also, dass es eine Art Code geben muss, eine Art Tabelle oder ein Nachschlagewerk, wo man herausfinden kann, welche drei Basen hier jeweils für welche Aminosäure stehen. Diese Übersicht nennt man den genetischen Code. Wir haben eine von verschiedenen möglichen Darstellungsweisen hier auf Seite 110. Das wird, wenn die Darstellung so rund ist, auch als Code Sonne bezeichnet, weil es eben rund ist und da so viele Linien, eine Art Strahlen rausgehen. Ihr werdet, wenn ihr das googelt, andere Varianten finden. Es gibt auch so rechteckige Tabellen. Der Informationsgehalt ist letztlich immer derselbe. Was man mit dieser Codesonne oder diesem genetischen Code herausfinden kann, das ist, welche drei Basen, welches Codon steht für welche Aminosäure. Farbig in der Mitte, blau, haben wir diese Basen, die kommen von der DNA oder RNA her, und weiß dann im äußersten Ring, da sehen wir die verschiedenen Aminosäuren angegeben. Bei den Aminosäuren haben wir jeweils ausgeschrieben den Namen. Also diese Begriffe, die da stehen, das sind verschiedene Aminosäuren und immer in Klammer dahinter haben wir auch den Drei-Buchstaben-Code. Ich nehme hier mal diese raus, Serin, das wäre also der Name der Aminosäure und die wird abgekürzt als SER, das wäre die Drei-Buchstaben-Abkürzung. Wir werden heute dann zum Schluss hoffentlich noch Zeit haben, um auch online so eine Übersetzung machen zu lassen von einer DNA-Sequenz in eine Aminosäure-Sequenz. Und dort wird dann der Einbuchstaben-Code verwendet werden. Das wäre hier also für Serin S. Häufig ist der Einbuchstaben-Code der Anfangsbuchstabe der Aminosäure oder des Namens, aber nicht immer. Das muss nicht immer so sein. Tyrosin zum Beispiel hier, das beginnt natürlich mit einem T, hat aber als Abkürzung da ein Y. Nun, wie liest man oder wie arbeitet man mit dieser Tabelle, mit dieser Codesonne, mit diesem genetischen Code? Am einfachsten lässt sich das erklären, wenn man ein Beispiel heranzieht. Wir wissen, DNA-Sequenzen werden immer in 5-3 notiert.
Deshalb tun wir das hier auch. In dem Falle geht es also darum, herauszufinden, welche Aminosäure verbirgt sich hinter diesem Dreiergrüppchen hier TCA, hinter diesem Codon. Hier ist das Fünfstrichende, das bedeutet das T, das gleich zu Beginn kommt, das liegt am Fünfstrichende. Wir können da unten in unserer Tabelle drin, also mit dem Fünfstrichende beginnen. Das sitzt da ganz im Zentrum und wir gehen dann raus in die Peripherie. Das würde dann dem hinteren Ende hier, dem Dreistrich, entsprechen. Wir dürfen da also einen schönen, großen, kräftigen Pfeil einzeichnen. Das wäre die Leserichtung, in der man da arbeitet. Die erste Base ist also ein Thymin. Wir können da mal einen Kreis drumherum machen, um Thymin zu markieren. Da beginnen wir am Fünfstrichende. Die zweite Base, Cytosin. Das schränkt jetzt die Auswahl bereits beträchtlich ein. Und die dritte, das ist ein Adenin. Damit sind wir am Ziel angekommen und wissen jetzt, das muss die Aminosäure Serin sein, die da gemeint ist mit dem Codon TCA. Ihr seht auch bereits, dass da offenbar mehr Codons existieren als Aminosäuren. Spätestens, wenn wir jetzt da beim Serin angekommen sind, realisieren wir, im Grunde genommen kommt es gar nicht darauf an, T und C würden in dem Falle genügen. Und egal, welche der vier Basen da in der dritten Position steht, wir enden immer bei der Aminosäure Serin. Wir haben insgesamt in der DNA bzw. auch in der RNA drin vier verschiedene Basen, ATGC oder AUGC, und mit vier Basen und drei Positionen kann man letztlich 64 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten erzeugen. Also wenn man immer in jeder der drei Positionen eine Base haben muss und dort vier verschiedene Basen zur Auswahl hat, dann kommt man auf 64 verschiedene Codons. Das ist die eine Seite. Damit arbeitet die Zelle in Form von DNA und RNA. Auf der anderen Seite hat sie lediglich 20 Aminosäuren, die sie damit kodieren will. Proteine, egal bei welchen Lebewesen, bestehen aus 20 verschiedenen Aminosäuren, nämlich genau denen, die wir da hier abgebildet haben. Und damit ist klar, da gibt es eine Diskrepanz. Wir haben einen Unterschied zwischen diesen 64 Möglichkeiten, Codons, und den 20 Aminosäuren. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass halt einfach nur 20 verschiedene Codons in Gebrauch wären für die 20 Aminosäuren. Das würde theoretisch funktionieren. Und die restlichen 44 Codons, die wären dann quasi unbenutzt. Könnte sein, würde gehen, zumindest theoretisch. Im Laufe der Evolution hat sich dann aber eine andere Lösung durchgesetzt, nämlich die, dass sämtliche Codons verwendet werden von Zellen. Allerdings stehen manchmal verschiedene Codons für die gleiche Aminosäure. In dem Falle hier haben wir bei Serin schon gesehen, TC, die ersten beiden Basen, die sind hier führend zum Serin. Und egal, welche der vier dann in der dritten Position stehen, da ändert sich dann auch nichts mehr daran. Jetzt, wenn wir auf diese Tabelle so mal grob drauf schauen, sehen wir auch sehr schnell, die Welt der Aminosäuren ist nicht ganz gerecht. Manche Aminosäuren haben mehr Codons bekommen und andere Aminosäuren, die haben nicht so viel Glück gehabt im Laufe der Evolution. Bei denen hat es dann nur für weniger Codons gereicht. Wenn man auf diese Tabelle des genetischen Codes drauf guckt, dann findet man, dass manche Aminosäuren 6 Codons bekommen haben. Schaut mal in der Tabelle nach, welche Aminosäuren sind das? Und schreibt eure Antwort doch in den Chat rein. Die drei Aminosäuren, welche jeweils 6 Codons haben, das sind Serin, Leucin und Arginin. Wir können sie grün markieren.
Diese drei Aminosäuren, die haben 6 Codons gekriegt. Es gibt einige, die haben 4 verschiedene Codons. Ich mache die hier violett. Im Uhrzeigersinn herumgehend werden das Prolin, Threonin, Valin, Alanin und Glycin. Eine einzige Aminosäure hat lediglich 3 Codons. Das ist eine gewisse Exklusivität, könnte man sagen. Das ist Isoleucin hier unten. Recht weit verbreitet sind 2 Codons, in meiner Darstellung gelb. Das sind gleich einige und 2 Stück sind übrig geblieben. Das sind diejenigen mit lediglich einem einzigen Codon. Ich mache die so orange. Das sind auf der einen Seite Tryptophan und Methionin, die jeweils erste Aminosäure in einem Protein drin. Das ist immer Methionin. Mit dieser Aminosäure werden wir gleich anschließend noch etwas mehr Kontakt haben. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, dann sehen wir, dass wir bei manchen Aminosäuren hinten jeweils so einen kleinen Stern haben. Phenylalanin wäre eine solche. Leucin hat hier so ein Sternchen. Bei Serin jedoch erkennen wir, hat es kein Sternchen und bei Tyrosin da auch nicht. Das Rätsel löst sich, wenn wir etwas weiter nach unten gehen. Da haben wir in der Legende drin angegeben, was es mit diesem Sternchen oder eben Asterisk auf sich hat. Diejenigen Aminosäuren mit diesem Sternchen, mit diesem Asterisken, das sind diejenigen, die wir zwingend mit der Nahrung aufnehmen müssen. Man nennt sie auch essentielle Aminosäuren. Das bezieht sich auf den Menschen. Das gilt für andere Organismen nicht zwingend auch so. Es gibt Organismen, die können alle 20 Aminosäuren selbst erzeugen. Pflanzen zum Beispiel, viele Bakterien. Aber der Mensch, der muss diejenigen, die hier mit einem Sternchen markiert sind, also zwingend mit der Nahrung aufnehmen. Und dann hat es natürlich noch die anderen, die kein Sternchen haben. Das sind die Nicht-Essentiellen. Die Nicht-Essentiellen, die kann der Körper selbst synthetisieren. Da haben wir im Stoffwechsel also die nötigen Enzyme drin. Wir besitzen die nötigen Gene, um diese nicht-essentiellen Aminosäuren selbst machen zu können. Wenn wir da jetzt all die farbigen Aminosäuren uns anschauen, die farbig markierten, sehen wir, wir könnten die Codons zusammenzählen und dann würden wir auf 61 verschiedene Codons kommen. 61 ist nicht 64. Noch nicht angesprochen haben wir die Stopp-Codons. Das sind diejenigen da mit diesem Stopp-Signal, das ein bisschen an den Straßenverkehr erinnert. Und so wie diese Schilder im Straßenverkehr auch uns sagen, da müssen wir anhalten mit dem Velo oder dem Auto. Genauso ist das auch ein Stoppsignal für die Ribosomen. Mit diesen Stoppcodons wird für das Ribosom klar, wo die Proteinsynthese enden kann. Oder man könnte auch sagen, das Stoppsignal signalisiert, wo das Ribosom aufhören kann, neue Aminosäuren hinzuzufügen. Wir werden anschließend noch mit dem Stoppsignal genauer arbeiten. Wir sehen, da gibt es also 3 verschiedene Codons. Hinter denen stehen keine Aminosäuren, da gibt es keine tRNAs dafür, sondern die markieren das Ende der Proteinsynthese. Damit wir diesen genetischen Code kurz anwenden können, versucht für euch hier diese 3 Codons in Aminosäuren zu übersetzen, genauso wie wir das jetzt eben gerade besprochen haben. Wir haben einige Vorschläge bekommen. Arginin, Cystein, Valin. Schauen wir an, was die Lösung ist und das ist korrekt. Arginin, Cystein, Valin, genau diese 3 Aminosäuren verbergen sich hinter den 3 genannten Codons. Ich gehe nochmals kurz zu dieser Tabelle zurück. Sie zeigt den genetischen Code und dieser genetische Code, der ist universell. Universell bedeutet in dem Falle, alle bekannten Lebensformen, beginnend von einfachen Bakterien bis hin zu komplex gebauten Pflanzen und Tieren, verwenden genau diesen Code hier.
Das ist ein Hinweis, dass das Leben einmal entstanden ist und ausgehend von dieser Stammform, von dieser Urzelle, dann alle heutigen Lebensformen sich ableiten lassen. Man geht davon aus, dass bereits diese Stammform, LUCA genannt, Last Universal Common Ancestor, diesen genetischen Code verwendet hat und alle heutigen Lebensformen also eine Art Erbstück verwenden, wenn sie selbst Proteine synthetisieren und genau nach diesem genetischen Code hier arbeiten. Das hat große Konsequenzen für die Biotechnologie. Man kann nämlich mit einigen Vorbehalten allerdings, aber man kann Gene von einem Organismus nehmen und mit Hilfe von gentechnischen Methoden in einen anderen Organismus einbringen. Und dieser Zielorganismus, der kann dann dieses zuvor fremde Gen auch ablesen, weil eben sämtliche Lebensformen genau den gleichen genetischen Code verwenden. Diese Universalität, die ist ganz wichtig und die macht einen schönen Teil des Erfolges aus, der Biotechnologie, der modernen Medizin, der Biologie, gentechnisch veränderte Pflanzen, die in großen Teilen der Welt für die Ernährung wichtig sind, die beruhen auf diesem Prinzip. Wenn ich vorhin gesagt habe, er sei universell, dann stimmt das im Grunde genommen, wie so alles in der Biologie. Diese Regeln gelten immer nur zu 99%, meistens nicht zu 100%. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Es gibt manche Organismen, die haben dann später im Laufe der Evolution einzelne Codons begonnen, anders zu verwenden. Aber im Prinzip ist die Aussage korrekt. Der genetische Code ist wirklich bei allen Lebewesen genau der gleiche. Der genetische Code ist universell. Man sagt auch, der genetische Code sei degeneriert. Nicht degeneriert im Sinne, dass das eine negative Aussage sei. Also verkümmert oder so ist nicht damit gemeint, sondern mit degeneriert meint man, wenn man vom genetischen Code spricht, dass die meisten Aminosäuren, wie wir das hier farbig markiert haben, mehr als ein Codon besitzen. Degeneriert bedeutet, die meisten Aminosäuren haben mehr als ein Codon. Auch das hat für die Bioinformatik und damit für unseren Studiengang Konsequenzen. Wir können, wenn wir von der DNA herkommen, wie wir das da oben gemacht haben, eindeutig und ohne irgendeinen Zweifel sagen, TCA steht für Serin. Also wenn wir den Informationsfluss von der DNA her uns anschauen zu den Proteinen, dann ist die Sache eindeutig. Umgekehrt jedoch geht das nicht. Wenn wir von einem Organismus ein Protein isolieren, die Aminosäureabfolge bestimmen, dann können wir nicht am Computer herleiten, welche Gensequenz sich dahinter verbirgt. Angenommen, wir würden, ich bleibe bei der Aminosäure Serin hier, wir würden in unserem Protein drin finden, an einer bestimmten Position sei also Serin enthalten, dann wissen wir nicht, welche der insgesamt 6 Codons tatsächlich im Gen drin für diese Aminosäure kodiert. Als nächstes schauen wir uns die Ribosomen genauer an. Das sind die Proteinsynthesefabriken. Das ist also der Ort, wo die eigentliche Proteinsynthese stattfindet. Proteine braucht eine Zelle aus ganz unterschiedlichen Gründen. Proteine übernehmen zahlreiche Funktionen in Zellen drin. Sie steuern den Stoffwechsel in Form von Enzymen. Wir haben Proteine in der Muskulatur drin, die erzeugen die mechanische Bewegung. Wir haben Proteine in den Nervenzellen drin, die erzeugen zusammen mit der Zellmembran die elektrischen Impulse der Nervenzellen. Wir haben Proteine in der Zelloberfläche drin, welche beispielsweise Hormone wahrnehmen können. Also eine Zelle braucht aus zahlreichen verschiedenen Gründen Proteine. Und die Ribosomen, die wir hier auf Seite 102 haben, sie sind diejenigen, welche diese Proteine erzeugen. Ribosomen sind recht komplexe Strukturen. Sie bestehen, wenn man sie als Ganzes betrachtet, natürlich aus einem Partikel. Das können wir hier mal
dunkelblau markieren, das wäre also das ganze Ribosom. Die Ribosomen lassen sich dann unterteilen in eine kleine Untereinheit und eine große Untereinheit. Und jede Untereinheit besteht ihrerseits aus sehr vielen verschiedenen Proteinen. Und zusätzlich noch ribosomaler RNA. Ein ganzes Ribosom bei Bakterien besteht also aus recht vielen einzelnen Komponenten. Wir haben hier das Beispiel eines prokaryotischen Ribosoms. Die Prokaryoten sind häufig etwas einfacher strukturiert. Bei den Eukaryoten sieht die Sache sehr ähnlich aus. Die Eukaryoten tendieren dazu, immer alles ein bisschen komplizierter zu machen als die Prokaryoten. Und deshalb sind bei ihnen die Ribosomen ein ganz klein wenig größer. Die haben dann Ribosomen, die man als 80S-Ribosomen bezeichnet, und ihre Untereinheiten sind auch jeweils etwas größer, 40S und 60S. Ihr werdet euch jetzt natürlich fragen, diese Mathematik, die da bei diesen Ribosomen gilt, das ist eine etwas spezielle Sache. 30 und 50 gibt natürlich nicht 70 und 40 und 60 gibt zusammengezählt natürlich auch nicht 80, sondern das wäre 100, zumindest in der Mathematik. Der Grund, weshalb man diese speziellen Angaben hier hat, geht auf eine Zeit zurück, als man noch nicht so genau wusste, wie das mit dieser Proteinsynthese genau funktioniert. Man hat zu dem Zweck Zellen aufgebrochen oder lysiert im Labor. Man hat dann den Zellinhalt zentrifugiert und dank dieser Zentrifugation konnte man die verschiedenen Bestandteile der Zelle voneinander trennen. Unter anderem ließen sich dadurch dann diese Ribosomen auch isolieren und genauer untersuchen. Bei diesem Zentrifugieren sinken Partikel zum Grund des Reagenzglases und sie sinken umso schneller ab, je höher zum Beispiel ihre Dichte ist, und die Absinkgeschwindigkeit beim Zentrifugieren hängt auch davon ab, was für eine Form sie haben. Wenn sie kugelrund sind, haben sie etwas weniger Strömungswiderstand und sinken schneller ab, als wenn sie zum Beispiel sehr flächig sind, blattförmig. Und diese Geschwindigkeit, mit der diese Partikel absinken, die wurde damals mit einem sogenannten Sedimentationskoeffizienten bezeichnet. Dieser Sedimentationskoeffizient, der ist hier in den Unterlagen drin erwähnt, der wird auch als Svedberg-Einheit in den Lehrbüchern aufgeführt. Wir können es uns da einfach machen. Sedimentation beginnt mit S und Svedberg beginnt auch mit S. Also das wäre einfach so eine Größe, die ein bisschen eine Vorstellung vermittelt aufgrund dieser Zahl, wie schnell so ein Partikel oder wie langsam, dass das sedimentiert oder eben pelletiert, wenn da zentrifugiert wird. Diese Svedberg-Einheit, die wird heute nicht mehr verwendet. Das ist keine SI-Einheit, muss ich sagen. Und deshalb ist sie heute nicht mehr in Gebrauch. Ihr werdet sie nirgends finden im Laufe des Studiums, außer hier bei den Proteinen bzw. den Ribosomen, wenn es darum geht, diese kleinen und großen Untereinheiten zu charakterisieren. Und weil eben dieses Verhalten beim Zentrifugieren nicht nur von der Dichte oder nicht nur von der Form abhängt, sondern von verschiedenen Parametern, gibt das dann eben auch keine für uns logische Mathematik hinten dran. Also diese Partikel, wenn man sie auseinander nimmt in die Untereinheiten, dann ergibt das eben nicht ein Sedimentationsverhalten, das da mathematischen Additionsregeln gehorchen würde. Schauen wir uns die Ribosomen noch etwas genauer an. Da sehen wir nun eine solche große Untereinheit und auch eine kleine Untereinheit. Das ganze graue Gebilde zusammen, das wäre also das Ribosom. Das Ribosom selbst hat drei wichtige Bereiche, die sind da farbig markiert. Das sind Bindestellen für tRNA-Moleküle. Wir begegnen Ihnen anschließend gleich noch
etwas detaillierter. Und wir sehen auch, zwischen der großen und der kleinen Untereinheit ist da die mRNA bereits eingespannt. Die mRNA ist natürlich die Vorlage, sie wird abgelesen werden und basierend auf der Information, die in der mRNA drin gespeichert ist, entsteht dann das richtige Protein dazu. Soweit die Ausgangslage. Wir haben jetzt alle Komponenten kennengelernt, den genetischen Code, die tRNAs, die Ribosomen. Wir wissen, wie die Messenger-RNA entsteht und können jetzt alle zusammengeben, so wie das in der Zelle auch geschieht, und nachvollziehen, wie Proteine entstehen. Zu diesem Zweck gehen wir auf Seite 108 hier in die erste Abbildung. Da sehen wir nochmals eine sehr ähnliche Situation. Wir haben die Messenger-RNA, die ist hier schon eingespannt. Wir haben nochmals diese drei wichtigen Bereiche beim Ribosom und das Ribosom insgesamt hier ist das graue Gebilde. Diese drei verschiedenen Bereiche, diese Bindestellen für die tRNAs, die sind farblich etwas unterschiedlich dargestellt. Wenn ihr genau schaut, hat es ja auch jeweils einen Buchstaben, mit dem sie da quasi benannt sind. A steht für Akzeptor. P steht für Peptidyl. Das tönt etwas chemisch. Das ist auch recht viel Chemie, die hier geschieht. In dieser Stelle drin wird die chemische Bindung zwischen der neu hinzugekommenen Aminosäure und den bereits bestehenden Aminosäuren verknüpft. Das nennt man eine Peptidbindung. Daher ist das die Peptidylstelle. Zum Schluss dann Exit. Da klingt der Ausgang drin an. In dieser Position verlassen die leeren tRNAs dann das Ribosom wieder. Noch nicht im Detail erklärt habe ich die Akzeptorstelle, mit der wollen wir unsere Überlegungen hier beginnen. Wir haben hier das Zytoplasma. Im Zytoplasma schwimmen die tRNAs umher, an denen die jeweils richtige Aminosäure gebunden ist. Jede tRNA hat ein Antikodon. Wir haben vorhin gesehen, wir haben insgesamt 61 verschiedene Codons. Deshalb schwimmen da auch 61 verschiedene tRNAs in der Zelle umher. Diese 61 verschiedenen tRNAs gibt es jeweils pro Zelle in mehrfacher Ausführung. Also da schwimmen ganz, ganz viele tRNAs umher und werden nun durch die Fusion nach dem Zufallsprinzip hier in dieser gelben A-Stelle drin binden. Wenn wir 61 verschiedene Antikodons haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bei einem ersten Versuch hier eine falsche tRNA bindet. Falsch bedeutet in dem Falle, dass Codon und Antikodon nicht zusammenpassen. Wenn das der Fall ist, wenn die falsche tRNA hier bindet, dann fliegt sie wieder raus. Dann kommt die nächste. Es wird geprüft, passen Codon und Antikodon. Bei 61 verschiedenen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch Nummer 2 hier nicht passt, nicht die richtige ist. Dann geht auch sie wieder weg. Dann kommt Nummer 3, immer noch nicht die richtige, geht auch wieder raus. Und irgendwann, durch Zufall, wird dann eine richtige tRNA, ein richtiges tRNA-Molekül hier binden. Und richtig meint in dem Falle, dass Antikodon und Codon zusammenpassen. Das ist bei der Abbildung B hier gerade geschehen. Wir sehen da die tRNA, die ist also kleeblattartig. Sie hat hier unten das Antikodon und das passt nun sehr schön zum Codon.
wir sehen auch, dass die tRNAs, diese Kleeblattstrukturen hier, zusätzlich noch Aminosäuren tragen. Das sind diese chemischen Formeln, die da oben dran hängen. Im Fall da in der Mitte, in der grünen Peptidylstelle, ist das die Aminosäure Methionin, und die Aminosäure mit ihrer tRNA, die da gerade hinzugekommen ist, das ist das Serin, mit der hatten wir vorhin schon mal Kontakt gehabt, als wir da den genetischen Code kennengelernt haben. Nun sind also zwei Aminosäuren beim Ribosom gekoppelt an die tRNA vorliegend. Als nächstes kann die Zelle bzw. das Ribosom die beiden Aminosäuren miteinander verbinden, verknüpfen. Und sie tut das, indem sie da diese farbig markierten Gruppen verwendet, der Aminosäuren, Aminosäure. Die Bezeichnung trägt zwei Dinge im Namen drin. Einerseits eine Aminogruppe, das wäre hier diese NH3-Gruppe, das wäre eine Aminogruppe. Und Säuregruppe, die ist hier etwas versteckt chemisch, denn die Säuregruppe, die hat da eine Esterbindung gemacht mit der tRNA. Deshalb sehen wir von der eigentlichen Säuregruppe etwas weniger, als es braucht, um eine vollwertige Säuregruppe zu haben. Aber die Säuregruppe, die da übrig geblieben ist, oder der Anteil, der übrig geblieben ist, das ist hier dieses CO. Eine richtige Säuregruppe hätte natürlich COOH. Aber das ist hier aufgrund dieser Verbindung mit der tRNA, diese Esterbindung, ist da nicht die volle Säuregruppe erkennbar. Die Verbindung zwischen den beiden Aminosäuren geschieht also hier zwischen der einen Säuregruppe und der Aminogruppe der nächstfolgenden Aminosäure. Das ist hier unten geschehen. Da sehen wir jetzt, dass da eine Bindung gemacht wurde von diesem Kohlenstoffatom zum Stickstoffatom der Aminogruppe vom Neuankömmling hier. Diese Form von chemischer Bindung nennt man eine Peptidbindung. Eine Säuregruppe und eine Aminogruppe zusammen ergeben eine Peptidbindung. Das Ribosom ist jetzt einen Schritt weiter. Es hat bereits zwei Aminosäuren miteinander verbunden. Das ist noch kein fertiges Protein. Ein fertiges Protein besteht aus mehreren hundert verschiedenen Aminosäuren. Jede linear hinter der anderen aufgereiht, so wie die Perlen in einer Perlenkette drin. Aber immerhin, der allererste Schritt, die ersten zwei Aminosäuren, die sind schon mal miteinander verknüpft. Als nächstes gilt es natürlich, den Rest des mRNA-Moleküls auch noch abzulesen. Damit das geschieht, muss nun das Ribosom entlang des mRNA-Moleküls sich fortbewegen. Das tut das Ribosom in einer sehr geordneten Weise. Es liest nämlich immer drei Nukleotide aufs Mal ab. Also es muss hier auch um drei Nukleotide, um ein Codon nach vorne springen. Man könnte sich das auch so denken, man packt die mRNA hier hinten mit der Hand und zieht sie da nach links durch das Ribosom hindurch. Entscheidend ist einfach, dieser Ableseprozess, der muss immer in dreier Schritten geschehen. Unser Ribosom tut das gerade. Es macht diesen Sprung. Nachdem es den Sprung gemacht hat, die mRNA jetzt um ein Codon bzw. drei Nukleotide nach links gezogen wurde, präsentiert sich die Situation so wie hier. Wir haben die leere tRNA, mit der alles begonnen hat. Da ist ursprünglich das Methionin dran gewesen. Diese leere tRNA, die ist jetzt in der blauen Exit-Stelle, also quasi in der Ausgangsposition. Und wie der Pfeil da angibt, diese tRNA leer geht jetzt zurück ins Zytoplasma. Dort ist das tRNA-Molekül nicht verloren, das wird nicht abgebaut oder sonst wie zerstört, sondern
Das hat ja alles, was es noch braucht, um da wieder einen Beitrag leisten zu können. Das Einzige, was fehlt, ist die Aminosäure Methionin. Und die wird im Zytoplasma hier drin neu drangekoppelt und anschließend neu beladen, kann dann der Lastwagen wieder auf der anderen Seite vom Ribosom andocken und schauen, passen Codon und Antikodon zusammen oder nicht. Im Moment sind in der grünen Position zwei Aminosäuren miteinander verbunden. Eine Kette aus Aminosäuren nennt man in der Biologie, vor allem im Labor-Jargon, häufig auch ein Peptid. Ein Peptid ist also eine Kette von Aminosäuren. In dem Moment, wo dann der ganze Prozess tatsächlich fertig ist und das Protein vollständig zusammengebaut wurde, ab dann nennt man diese Kette nicht mehr ein Peptid, sondern das ist dann wirklich das fertige Protein. Wir sehen da jetzt auch, die gelbe P-Stelle ist wieder leer. Das bedeutet hier, das nächste Codon ist nachgerückt, GCU, und das Spiel geht von vorne los. Es werden tRNA-Moleküle mit gekoppelten Aminosäuren binden. Dann wird geprüft durch das Ribosom, passen Codon und Antikodon zusammen. Meistens wird das nicht der Fall sein. Dann fliegt die tRNA raus. Die nächste kommt, irgendwann wird das passen. Das wäre hier unten der Fall. Da ist also die nächste passende tRNA hier durch die Fusion am Ribosom angekommen. Codon und Antikodon passen zusammen. Und als nächstes wird nun diese Kette aus zwei Aminosäuren auf den Neuankömmling übertragen. Dann sehen wir, besteht das wachsende Protein oder eben Peptid bereits aus deren drei. Dann sind schon drei Aminosäuren verknüpft. Ja, so geht das weiter, bis irgendwann dann hier ein Stopp-Codon erreicht wird. Dieses Stopp-Codon, es gibt drei Stück, drei verschiedene, davon haben wir im genetischen Code gesehen. Irgendwann, früher oder später, wird das Ribosom auf ein Stopp-Codon treffen und das ist dann das Signal, dass das Protein fertig ist, die Kette ist vollständig, es müssen keine weiteren tRNAs gebunden werden, keine weiteren Aminosäuren angehängt werden. Die Zelle hat damit ein brandneues Protein vom Ribosom erzeugt bekommen. Wir haben uns in den vergangenen Lektionen sehr viele detaillierte Gedanken gemacht, wie man ausgehend von einem Gen über die mRNA schließlich zum fertigen Protein kommt. Wir haben den Sinn- und Antisinnstrang unterschieden bei der DNA, dann die mRNA durch Transkription erzeugt und heute durch Translation jetzt mit Hilfe der tRNAs auch die mRNA abgelesen, übersetzt in eine Aminosäuresequenz. Zum Schluss, damit wir den Gesamtüberblick nicht verlieren, wollen wir all diese Komponenten nochmals zusammenbringen. Eure Aufgabe ist es, ausgehend von der hier angegebenen DNA-Sequenz den komplementären DNA-Strang anzugeben, zu entscheiden, welches ist der Sinn- und der Antisinn-Strang von diesen beiden, die Sequenz der mRNA herzuleiten. Wir haben vorhin gesehen, die mRNA wird abgelesen durch die tRNAs, also müssen wir auch noch die Antikodons angeben. Und zum Schluss, das fehlt in der Aufgabenstellung, bekommen wir natürlich eine Aminosäuresequenz, ausgehend von dieser DNA-Sequenz hier. Betrachten wir die Lösung. Ich beginne mal und gebe dann an euch weiter, wenn es um die Messenger-RNA geht und um die Proteinsequenz. Die vorgegebene DNA-Sequenz, die da steht, 5-3- orientiert, also der obere Strang hier, per Definition, das ist üblich, ist das immer der Sinnstrang. Das bedeutet, der von mir jetzt handschriftlich ergänzte, darunterliegende Strang, das wäre demzufolge der Antisinn-Strang.
Jetzt kommt die RNA-Polymerase, nimmt das Gen als Vorlage und erzeugt davon ausgehend ein mRNA-Molekül. Das wäre hier. Ihr müsst nicht die ganze Sequenz in den Chat schreiben, aber ich würde mich freuen, wenn ich ein, zwei Antworten von euch bekommen würde für die ersten, sagen wir mal, 6 Nukleotide. Die Messenger-RNA, das ist richtig, beginnt mit den Nukleotiden AUG und dann folgt CGC. Die Messenger-RNA hat die gleiche Basenabfolge wie der Sinnstrang, außer dass natürlich die Base Thymin durch Uracil ersetzt ist. Sonst aber ändert sich nichts. Die Basenabfolge bleibt gleich, einfach T ist ersetzt durch U. Als nächstes kommt nun beim Ribosom, haben wir heute gesehen, die tRNA mit ihrem Antikodon liest die Messenger-RNA ab. Und das bedeutet, Codon der Messenger-RNA und Antikodon der tRNA, die müssen komplementär sein. Ich kann da mal ein komplementäres Antikodon hinzeichnen. Das wäre das Antikodon der tRNA. Wir brauchen jetzt noch den Rest vom tRNA-Molekül. Die Aminosäure selbst hängt am Dreistrichende. Hänge in Rot die Aminosäure schon mal an die tRNA dran. Die tRNA mit dem Antikodon, das braucht relativ viel Platz. Wir wollen deshalb nicht für alle Codons auch die vollständige tRNA hinzeichnen. Ich mache der Einfachheit halber hier einfach einige rote Pfeile. Wir wissen aber, es braucht jeweils noch die entsprechende tRNA, damit die Messenger-RNA auch wirklich abgelesen werden kann. Jetzt würde mich wieder von euch interessieren, die ersten 3 Aminosäuren. Korrekt, Methionin, Serin, Cystein. Die sind natürlich verbunden miteinander. Die hängen da über diese Peptidbindungen, sind die verknüpft. Deshalb dürfen wir diese Striche machen. Und die folgenden beiden Aminosäuren sind dann noch Prolin und Phenylalanin. Ihr habt wahrscheinlich auch herausgefunden, als ihr da diese Translation gemacht habt, mithilfe des genetischen Codes, dass nun das letzte Codon hier, das wäre bereits ein Stopp-Codon. Das wäre ein äußerst kurzes Protein. So kurze Proteine gibt es nicht in Zellen drin. Aber wenn wir da ein richtiges Protein mit mehreren 100 Aminosäuren hätten, das hätte viel zu viel Zeit gebraucht. Dann wagen wir thematisch schon mal einen kurzen Ausblick ins dritte Semester. Da erwartet uns ein Praktikum, wo wir ganz viele verschiedene Experimente machen werden. Unter anderem werdet ihr DNA aus Bakterien isolieren und diese DNA dann teilweise sequenzieren. Das Produkt, das ihr dann bekommt, wird also hier etwa so ausschauen. Einfach viel, viel länger. Und man kann sich fragen, wie würden die Proteine ausschauen, die sich hinter einer solchen Sequenz verbergen? Wenn man so eine Sequenz bekommt, dann ist auch nicht immer ganz klar, ob es der Sinnstrang ist oder der Antisinnstrang im ersten Moment, wo man im Labor damit arbeitet. Wir wollen uns als nächstes einige Gedanken machen, wie man ausgehend von diesem Lehrbuchwissen, das wir uns erarbeitet haben, jetzt den Schritt quasi in eine erste Anwendung hineinwagen können. Damit wir das tun können, brauchen wir die Frage, die wir auf Moodle haben. Wir scrollen etwas nach unten, dort wo das Skript ist, und dort habt ihr die Frage Translation. Wenn wir da draufklicken, dann sieht das so aus. Ihr habt da eine DNA-Sequenz, die könnt ihr durch Copy-Paste, wie angegeben, auf dieser Website hier in das Fenster da eingeben.
Anschließend wählt ihr bei der Translation aus, dass alle 6 Leseraster übersetzt werden sollen. Warum es gerade 6 sind, da werden wir noch darauf kommen. Macht das mal und dann lasst ihr euch überraschen, wie wenig aussagekräftig dann das Resultat sein wird. Probiert das mal. Ich hoffe, bei allen hat der Server in der Zwischenzeit diese Translation gemacht, also die Übersetzung in diese 6 verschiedenen Frames, diese Leseraster. Wenn ihr im PDF-Dokument, wo diese Aufgabe drin ist, mit der ihr jetzt gerade gearbeitet habt, etwas nach unten scrollt, dann bekommt ihr die Lösung da auch. Ich habe da einen Screenshot gemacht und den da einfach importiert. Ich habe das deshalb getan, weil ich dann hier unten nochmals die DNA-Sequenz in etwas unterschiedlichen Darstellungsformen angeben konnte und mit denen werden wir jetzt gerade arbeiten, wenn wir das Ergebnis interpretieren, das uns da der Server zurückgegeben hat. Was ihr als Antwort von dem Server bekommen habt, das sind hier 6 Aminosäure-Sequenzen, die sind hier angegeben. Die einzelnen Aminosäuren sind da lediglich mit der Einbuchstabenabkürzung repräsentiert. Wir wollen uns ein paar Gedanken machen, wie man zu diesen 6 verschiedenen Lösungen kommt und was die bedeuten. Wir haben die DNA-Sequenz, mit der wir die Datenbankabfrage da gemacht haben, hier unten angegeben. Wir sehen in grün markiert die Sequenz direkt aus der Aufgabenstellung. Das wäre also der Sinnstrang. Wenn man weiß, dass es der Sinnstrang ist, es ist auch möglich, dass die Zelle den gegenüberliegenden Strang als Sinnstrang verwendet und dann können wir den als Frame 4 markieren. Das wäre also der pinkfarbene. Wenn man nun beide Stränge anschaut, dann gibt es jeweils pro Strang 3 Möglichkeiten, wie man diese Codons für sich festlegen kann. Diese 3 Möglichkeiten, die sind hier so wiedergegeben, dass da jeweils so gedanklich ein Leerschlag zwischen 3 Basenpaaren zu liegen kommt, also ATG, das wäre ein Codon, CCC, das zweite, nochmals 2C, TAC und so weiter. Das wäre also der erste Leseraster, wie man diese vorgegebene Basenabfolge in eine Proteinsequenz, in eine Aminosäuresequenz übersetzen kann. Das wäre Frame 1. Und ganz hinten haben wir dann TAG, das wäre ein Stopp-Codon. In unserer Antwort, die wir zurückbekommen haben vom Server, ist das Stopp-Codon nicht mit einem Buchstaben repräsentiert, sondern hier mit einem Sternchen. Deshalb habe ich hier auch so ein Sternchen gemacht. Der Leseraster auf dem zweiten Strang gegenüberliegend, das wäre Frame 4. Da könnt ihr im genetischen Code nachschauen gehen. CTA ergibt dann hier die Aminosäure Leucin, L und so weiter. Nun kann man aber gedanklich die Sache nicht mit ATG beginnen, dann 3-mal C, sondern man kann in Gedanken T, G, C zu einem Codon zusammennehmen und das A mal einfach ausblenden. Das wird in dieser Lösung hier gemacht. Da beginnt man also gedanklich mit T, G, C, dann bekommt man 3C und dann bekommt man dieses Codon. Das wäre also der Leseraster 2, der blaue. Dasselbe Spiel kann man mit dem gegenüberliegenden Strang machen.
Dann würde man hier mit dem Ablesen beginnen. Das ist Frame 5. Und schließlich kann man in Gedanken nochmals den Leseraster um ein Nukleotid verschieben, so dass man dann noch die verbleibenden zwei Leseraster kriegt. Wir haben jetzt also eine DNA-Sequenz hier in allen möglichen Kombinationen übersetzt in eine Aminosäureabfolge. Wenn man irgendeine Gensequenz bestimmt hat im Labor, dann weiß man häufig noch nicht, ist das der Sinnstrang oder der Antisinnstrang und wie genau ist der Leseraster. Dann kann man in einem ersten Schritt genau das tun, was wir da getan haben. Man bekommt dann diese 6 Lösungen. Diese 6 Lösungen zu interpretieren in einem ersten Schritt ist gar nicht so schwierig. Man kann nämlich schauen gehen, wo treten überall Stopp-Codons auf. Das sind diese Sternchen. Wir sehen bei Frame 1, da wird die gesamte Sequenz wird abgelesen. Das macht also Sinn, dass erst ganz am Schluss ein Stopp-Codon kommt. Wir sehen auch, dass bei Frame 4 keine Stopp-Codons enthalten sind. Wir haben gesagt, ein durchschnittliches Protein besteht aus mehreren hundert Aminosäuren. Und wenn über eine so lange Distanz kein Stopp-Codon auftritt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das tatsächlich eine kodierende Sequenz ist. Wenn hingegen, wie hier bei Frame 2 oder Frame 3 oder 5 oder 6, da treten immer mal wieder Stopp-Codons auf. Das ist ein guter Hinweis, dass diese Frames, die hier mit den Stopp-Codons sich ergeben, die werden von der Zelle nicht genutzt für eine Proteinsynthese. Also das ist so eine erste Näherung, wie man herausfinden kann, ob eine ermittelte Nukleinsäuresequenz allenfalls für ein Protein kodiert. Wir haben es für heute geschafft. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet euch wieder zu, heute in einer Woche. Dann werden wir das Thema Membranen anschauen und verstehen, wie Zellen zwischen innen und außen unterscheiden können. Mir bleibt an der Stelle im Moment nur noch, euch einen schönen Nachmittag zu wünschen. Tschüss zusammen.